So, herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder euer Christoph D86. Wir spielen heute Fallout 4. Beim letzten Mal sind wir hier aus dem Schlaf rausgekommen. Wir waren ja eingefroren für mehrere Stunden, denke ich mal, waren es. Jetzt suchen wir gerade hier einen Weg raus. Haben eine Pistole gefunden, Schlagstock, bisschen Munition. Jetzt gehen wir gerade mal hier die ganzen Texte durch. Also ich werde alle Texte vorlesen, ich werde sie zwar durchgehen, um irgendwelche neue Missionen noch zu kriegen oder zu schauen, wo es denn neue Waffen gibt oder wie auch immer. Da gibt es zum Beispiel einen Kryolator, den haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist der, wo meisterlich verschlossen ist. Den kann ich euch ja dann gleich nochmal zeigen. Was? Also wie schon gesagt, das könnt ihr euch dann alles wenn ihr euch das anguckt, in Ruhe durchlesen. Ich gehe das jetzt nochmal so schnell durch. So. Genau, den Evakuierungstor aufmachen. Genau, so. Wir wissen nicht, was dahinter ist. Deshalb ducken wir uns mal. Oder sind versteckt. Natürlich die ersten Kakerlaken. Die erste habe ich getroffen, die zweite auch schon. Die dritte aber daneben geschossen. Die habe ich jetzt nur getroffen. Mal schauen, ob wir die jetzt aufschaffen. Wunderbar, im Watz-Modus geht alles viel, viel besser. Das, wir sind entdeckt. Da ist ja noch eine. Komm, Junge, drauf. Wunderbar. Habe ich hier irgendwo noch eine rumkrabbeln? Vielleicht störe ich mich auch. Nehmen wir das ganze Fleisch hier mal mit. Killed. Kann man neue nachladen. Wir können, glaube ich, bald den Vault verlassen hier. Oh, das ging daneben. Das ging auch daneben. Das ging auch daneben. Das ist auch. Das ist auch. Mensch, bin ich jetzt besser Schütze. Aber, Mensch, 3 Schuss Munition umsonst ausgegeben. Genau, von da sind wir reingekommen damals. Ich weiß gar nicht, wie lange wir überhaupt im Kälteschlaf waren. Da muss ich jetzt mal nachladen. Jetzt auch mal den Schlagstock mal nehmen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit verloren, aber ist nicht schlimm. So. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Die sollte man vielleicht mal vergraben, wäre nicht schlecht. Der genauso. Oh, was haben wir da? Ein Pip-Boy! Endlich kriegen wir einen Pip-Boy! Wurde ehrlich gesagt auch langsam Zeit, dass wir einen Pip-Boy kriegen. Ich wundere, dass der noch funktioniert. Nach so einer langen Zeit. So, nee. Hier, genau. Hier habe ich ja eine Brille gefunden. Jetzt sitzen wir mal auf. Wir sehen zwar dann wahrscheinlich aus wie so ein Depp. Ja, so sehe ich auch aus. Wunderbar. Passt ja, ich sehe genau so aus wie er jetzt. Nehmen wir vielleicht noch eine Knarre in die Hand, man kann ihn nicht gießen.
Nehmen vielleicht noch so einen Voltanzug sauber mit. Hab macht mir leicht ein bisschen raus. Viel zu weit, viel zu meinem Kind. Da ist der Ausgang schon. Möchtest du etwas ändern? Name, Aussehen verändern? Ne, ich will den Vault verlassen. Wir haben alle Punkte gleich nicht verteilt. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault-Tech entschieden haben. Verteilt haben wir die Punkte. Oh, ist das hell. Oh, da kann man ja gar nichts erkennen. Oh, ist das hell. Da müssen wir erstmal unsere Augen sich dran gewöhnen. Ja, das sind eine Mission. Ich habe im Creation Club ein paar Dinge geholt. Und das sind jetzt halt die ganzen Sachen, aber da brauchen wir nicht so gucken. Die benutze ich wieso nicht. So. Genau. Die Mission machen wir alle nicht, das ziehe ich auch nicht an. Das ist zu, wie soll ich das, zu OP. Kann man so sagen. So, jetzt gehen wir erstmal alles durch. Ich glaube, da haben wir alles. Ich glaube, der Soldat hat sie ganz geschafft rein zu. Und die rein zu ist auch nicht hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, und unser Radar, das, das zeigt uns dann an, wo wir hin, da, hinlaufen müssen. Das nehmen wir auch mal mit, man kann ja nie wissen. Kronkorken, also Kronkorken ist die Währung in dem Spiel. Das ist ganz, ganz wichtig hier, Kronkorken einzusammeln. Denn desto mehr Geld du hast, desto mehr Geld kannst du ausgeben, desto bessere Waffen oder Ausrüstung kannst du dann kriegen für das Geld. Die Haarblume nehmen wir mit. Ich habe gesagt, mit dem wir drüber springen. Vollidiot. Mensch, hier war alles grün. Mich wundert, dass es die Brücke hier noch gibt. Nachdem es einen Atomschlag gab, das wundert mich jetzt. Und das mich, was mich auch wundert, ist, dass hier die ganzen Häuser noch stehen. Zwar ein bisschen kaputt, aber sie stehen noch hier. Ist das Cotsworth? Guck mal, unser Hausroboter lebt ja auch noch. Ja, cool. Ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich! Wie ist euch überhaupt falle ohne Stand CC und der Du gesagt? Was ist passiert? Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Ja, er tut doch gleich noch mal Salz in die Wunde rein. Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Der hat keine Ahnung, was passiert ist.
Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen. Wie viele Jahre haben wir geschlafen? Was vor. Ich habe 200 Jahre geschlafen. Komm, lüg mich doch nicht an, das kann doch gar nicht sein. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Das kann gar nicht sein. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Probieren wir es mal mit dem Überreden. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Vielleicht klappt es ja mit dem Überreden. Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Oh, armer Cotsworth. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Konzentrieren. Warte. Konzentration, Cotsworth. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja, bitte. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So, hier werden wir dann irgendwann mal anfangen zu bauen. Das ist dieses Mal nicht. Oh, cool. Wir haben Fähigkeiten. Das war klar. Auch klar. Treff die PJ nicht. Hier ist nichts außer ein paar. Dann hat einen Löffel gehabt. Ich weiß nicht, woher die Fliege den Löffel hört, aber in ist ja einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Eine andere Sache. Das nehmen wir alles mit. Ich sehe sie schon. Mal schauen, ob sie auch gut. Schlecht. Ah ne, ich habe sie getroffen. Und der feindliche Lebensform. Das war gut, Cotsworth. Das war ein Treffer. Hey, das ist zu mir. Ich habe dich gefahren. Danke, Cotsworth. Ja, ich habe ein bisschen Strahlung genommen, aber auch nicht so viel. Ich kann noch mal kurz nachladen. Achso, ja. Hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Komm schon, Cotsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Einfahrt. Gut an, da gehen wir jetzt gleich hin. Gerade noch hier die letzten Tiere einsammeln und gucke, ob es hier irgendwas gibt, was interessant sein könnte.
Das können wir alles später machen. Ich bräuchte noch Munition. Wir haben nicht so viel. Nee. Aber da sehe ich einen Safe. Einsteiger. Eine Haarklammer. Nein. Nein. Eine Haarklammer haben wir nur. Ah, geschafft. Das wär's. Das ist gut. Das ist ein von dem gekauften Ding. So. Also eine Imbruchknarre haben wir auch noch. Die tue ich nur gleich mal in meinem... zu den Favoriten hinzufügen. Nee. Ah, da kann man die Skill-Tabelle sehen. Ich brauche auf jeden Fall dann den Wiederverwerter. Da brauchen wir eine Intelligenz, die holen wir uns dann. Da können wir nämlich dann unsere Waffenfabrik bauen. R1 ist hier, genau, zu den Favoriten. Denn da haben wir noch ein paar Schuss mehr als mit der hier. Beziehungsweise finden wir mehr Munition. Den gab mal alle Briefkästen hier nochmal ab. Wie schon gesagt, das verschwindet dann alles hier. Teilweise zumindest mal. Dann machen wir mal irgendwann eine Baufolge, wo ich baue tue. Vielleicht unsere Fabrik schon mal aufbauen kann. Ich brauche Munition. Ah, Kronkorken ist auch nicht schlecht. Nein, ich brauche Munition. Hier wird es doch irgendwo Munition geben. Munition. Hier sieht's gut aus. 10 mm. Wer sagt denn? Warum nicht gleich so? Da ist nichts zum Holen. Also ich spiele ohne Mods. Ich habe also jetzt überhaupt keine Mods drauf. Ich habe sie alle deaktiviert. Denn mit meinem anderen Account, da habe ich Mods genügend. Aber jetzt habe ich gedacht, ich mache ein Spiel mal ohne Mods. Da ist ein Safe. Oh, eine A-Klammer. Ah, das war's. Jetzt haben wir keine Haarklammer mehr. Schöne Mist. Müssen wir jetzt Haarklammer suchen gehen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Concord. Machen wir erstmal die Mission. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß, dass es da irgendwo da hoch geht zum Dach. Aber das können wir alles später machen. Hier gibt es auch irgendwo so ein Versteck, so ein Lager, wo man auch ein Safe öffnen kann mit Munition. Kommt dann noch eine Kakerlage raus. Sind die groß geworden, hey. Jetzt können wir noch ein bisschen was herstellen, das machen wir jetzt auch gleich. So, und zwar stellen wir her, was haben wir denn eigentlich, hier, Kakerlakenfleisch haben wir genügend, das können wir jetzt mal braten, das können wir dann nämlich gleich noch, essen. Beziehungsweise wir haben noch genügend Energie, das reicht. Ja, okay, 16 Schuss, 38er, mal schauen, was ist hier drin. Oh, Splittergranaten, Splittergranaten sind auch gut. Die muss ich mal kurz schnell mal in die Hand nehmen, so, jetzt. Jetzt laufen wir zu Concord. Also nicht zum Konrad, sondern zum Concord. Oh, guck mal, geil. Ne, Schrotflinte. Ne, Schrotze. Das ist immer gut. Die tue ich jetzt gleich auch in die Favoriten setzen, wenn ich da hochkomme. Oh, in Imbro-Gewehr. Jetzt wird es interessant langsam. Das tue ich jetzt mal hier hin. Das Imbro-Gewehr hier hin. Da habe ich nur 7 Schuss für das Imbro-Gewehr. Laden wir gerade jetzt nochmal nach und dann rennen wir mal Richtung Concord. Was ist hier? Ah, da ist ein. Bist du brav oder bist du böse? Ich glaube, das ist ein brav. Hey, Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Genau, lass uns zusammenbleiben. Das solange ich immer noch das Ganze wieder mit. Wenn wir von Concord zurück sind. Das nehmen wir alles später mit. Ich guck gerade mal, ob wir hier irgendwo noch was finden. Red Away, Dogmeat hat auch was gefunden, das ist gut. Was sagt das Terminal hier?
Nee, ich war noch nicht fertig. Sichere Verwahrung. Jim, kümmere dich um die Fässer. Ah, da ist also eine Höhle. Die müssen wir noch finden, die Höhle. Nee, da war noch was hier. Serviceaufzeichnung. Ja, okay, das brauchen wir uns jetzt nicht groß anzugucken. Das können wir alles beim nächsten Mal plündern. Ah, Vollkriegsskill, okay, danke Doc Meat. Hätte ich jetzt fast übersehen. Cambridge Polymer Labs sucht neue Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen eine attraktive Bezahlung ausmachen. Und Zusatzleistungen. Bewerben Sie sich noch heute. Okay, jetzt hat sich meine Karte aktualisiert. Was ist denn dazugekommen? Nee. Okay, Cambridge. Irgend so ein Labor ist dazugekommen. Nehmen wir gerade mal die Waffe. Was gibt's hier zu holen? Ja, noch eine 10mm Pistole nehmen wir mit. Oh, jetzt kommen Gegner irgendwo. Ich höre sie schon. Wo sind sie denn? Wollte ich nicht. Gibt mir wunderbar schönes Maulwurstfleisch hier. Haben wir sonst irgendwo noch Gegner, Doc Meat? Oder sind wir jetzt fertig mit Metzeln? Dann haben wir die Granatapfel mit. Da ist es leer. Laborstation, können wir Chat oder so herstellen? Sicherung brauchen wir noch keine. Da ein Helm, immerhin, wir haben jetzt schon mal einen Kopfschutz. Den setzen wir gleich mal auf, den Kopfschutz. Nee, Kleider ist es. Nee, hier. Genau, also wenn ihr euch noch nicht mit Fallout auskennt, mit der Kreistaste auf der PlayStation 4 könnt ihr den Pitboy öffnen und mit L2 und R2 könnt ihr oben am Menü links und rechts drücken. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt beim Inventar zu den Kleidern wollt, müsst ihr gerade mit dem Steuerkreuz rechts immer weitergehen, bis ihr da hingeschafft habt, wo ihr hin wollt. So, tun wir noch ein paar Lederkronen hier. Wir haben ein Level Up, das benutzen wir dann später, wenn wir fertig sind. Wenn wir in Concord gewesen sind, jetzt müssen wir ja noch die komische Höhle finden. Ich mache am besten mal die hier. Jetzt nehmen wir alles dann mit, wenn wir wieder herkommen. Das nimmt noch unnötig Gewicht. Nicht sein, dass wir nicht so viel tragen können. Wenn wir zu viel Schrott haben, können wir weniger tragen. Da ist auch wieder so ein Scheiß. Da kommt noch einer. Da. Ab. Ja, nochmal. Traumhaft, ich war ein Meisterschütze in der Armee. Oh cool. Ein Fusionskern. Fusionskerne können wir gebrauchen für wie heißt's? Ach Gott. Mir fällt gleich das Wort ein, ich brauche ein bisschen. Ich habe vorhin noch live gestreamt. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wie das heißt. Für unsere Panzerung. Mir fällt der Name gleich ein. Ach Gott, wie hieß das? Jetzt gleich wieder ein. Ich brauche noch ein bisschen beim Überlegen. Power, irgendwas mit Power war das Wort. Die tollwütige Maulwurstmutter. Jetzt gleich wieder ein. Powerrüstung. Genau, Powerrüstung war das Wort. Powerrüstung. Die Fusionskette braucht unsere Powerrüstung. Direkt doch endlich Scheiß wie. Genau.
Genau für die Power-Rüstung. Guck, wenn man länger nachdenkt. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Ich hab leider keine Haarklammer mehr. Wenn man länger nachdenkt, kommt einem die Idee direkt. Jetzt nehmen wir alles mit hier. In dem Wasser trinken wir keins. Aber hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hergehen, safe knacken. Die Leuchtdinger nehmen wir auch mal ein paar mit, nicht alles, oder nur ein paar. Ich glaube, Dogwin kann auch noch was tragen, soweit ich mich noch erinnern kann. Leuchtender Pilz will ich einsammeln. So, jetzt nochmal nachladen. Und jetzt geht's wirklich zu Concord. Jetzt machen wir jetzt nirgends mehr eine Pause, jetzt laufen wir schnurstracks zu Concord. Wirklich schnurstracks geht's jetzt gerade aus, wenn der Ladebildschirm weg ist. Ich weiß nicht, ob ich die Ladebildschirme alle wegschneiden soll. Was ich zwar nicht mache. Jetzt laufe ich direkt zu Concord und keine und nicht ablenken lassen. Von gar nichts. Entdeckt Concord, das ist gut. Jetzt habe ich Concord entdeckt und jetzt schnappe ich mir lieber meine doppelläufige Schrotflinte. Beziehungsweise das Repetiergewehr. Oh cool, geht nach. In der Nähe, das war mir klar. Das war ein Treffer. Mit der Knarre kommen nicht weit. Nee. Ja, nehmen wir mal die Schrotflinte hier. Tot. Das hast du überlebt. Du kannst hier gewinnen. Wunderbar, Doc, mir das hast du gut gemacht. So, jetzt nehme ich mir gerade mal wieder die Pistole. Die ist besser. Wenn wir mal. Hier oben! Ja? Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Okay, dann schnappen wir uns die Lasermuskete. Jetzt schnell. So, wir haben ja noch ein Level, zwei Level zu vergeben. Einer wollen wir in Intelligent reinstecken. Und einer wollten wir in Wiederverwerter tun. Die nächsten tun wir dann alle in Waffenfreak oder in Schlossknacken investieren. So, das Let's Play ist gleich vorbei, sagt meine Uhr. Was eigentlich schade ist. Und schon sind wieder. Ja, 29 Minuten vorbei. Ging schnell mit euch zusammen. Ich nehme jetzt alles mal mit. Irgendwie kann ja auch noch ein bisschen was tragen. So. Dann plündern wir die anderen hier noch. Dann nehmen wir gerade ihr Lederzeug. Ziehen das Lederzeug von denen an als Schutz. So, dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Christoph D86 und hiermit verabschiede ich mich von euch. Das war jetzt die Let's Play Folge Nummer 2. Wie sie nennen, weiß ich noch nicht. Das wird dann frühestens, wenn ich sie hochlade, sehen. Die kommt dann am Freitag, wird die dann hochgeladen von mir. Erscheint sie also, könnt ihr sie nochmal euch angucken. Dann wünsche ich euch einen guten Tag, gute Nacht, schlaft gut, träumt was Schönes, wo ihr immer ihr seid. Oder was ihr auch immer macht, vielleicht schlaft ihr euch noch nicht, aber trotzdem. Tschüss, euer Christoph D86, denkt an ein Abo und Like bitte da lassen. Ciao.